Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Freitag, der 9. Februar. Und ich möchte einen kleinen Kommentar abgeben. Ich bemühe mich diesmal wirklich, es kurz zu machen, weil, naja, es ist echt so, ist aus meiner Sicht so wenig zu sagen. Das Interview von Tucker Carlson und Wladimir Putin. Die eigentliche Besonderheit dabei ist eigentlich, als was es als solche Besonderheit gilt, um ehrlich zu sein. Also, das weiß ich nicht. Leute davon sprechen, Tucker Carlson, Einreiseverbote in der Europäischen Union und was alles aufgebracht wird bei sowas, wo eigentlich ein Journalist macht journalistische Dinge, die normalste Sache der Welt ist, so um das mal gleich vorwegzunehmen. Und gut, nun kann man die eine Führungsmacht, die in einem Krieg verwickelt ist, kann man sich jetzt fragen, ist das sinnvoll? Aber gut. Ich persönlich war schon, bevor ich davon hörte, davon überzeugt, ich gebe es ganz offen zu, dass das verschwendete Zeit ist. So, sage ich ganz ehrlich. Denn was soll Wladimir Putin, Tucker Carlson sagen, dass Wladimir Putin nicht uns allen bekannt ohnehin schon seit langem sagt? So. Dann habe ich das Interview knapp eine Dreiviertelstunde angesehen und dann ist es mir einfach zu langweilig geworden. Ich hatte das Gefühl, unglaublich meine Zeit zu verschwenden. Ich habe mir dann Zusammenfassungen durchgelesen und angehört und nichts, was ich dort gehört oder gelesen habe, was sich im Rest des Interviews ereignet hat. Im Gegenteil, ich habe gedacht, ich hätte eigentlich früher abschalten können. Also für mich war der Erkenntnisgewinn sowohl der ersten Dreiviertelstunde als auch des späteren, was ich wie gesagt in Zusammenfassungen gelesen und in zwei Videos gehört habe, nichts, wo ich irgendwie sage, okay, das ist der Beschäftigung wert. Nun kann man sagen, ja, aber der hat doch so viel Brisantes und Relevantes gesagt, da kann ich nur in Anlehnung an mein letztes Video sagen, ach, ist das so? Also ich meine, er hat lang und breit sich darüber ausgelassen, wie Ukraine und Russland eine Geschichte teilen und ein Land waren, ein Volk und was weiß ich, wo ich denke, also alter Schwede, wenn wir damit anfangen, was mal zu was gehört hat, dann ist die ganze Welt im Dritten Weltkrieg. Das ist doch nur wirklich, also es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Und so kann man das ja sagen, bitte geht dem nach, brennt die Welt nieder, wenn ihr so heiß drauf seid, ich bin alt, ich bin spirituell abgedriftet und nicht mehr ganz da. Insofern tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber ich persönlich finde die Vorstellung, ja, das hat mal zu uns gehört. Also, weiß ich nicht, kommen dann die Italiener und holen sich Baden-Württemberg, weil mal da der Limes war, ich weiß es nicht. Auch Deutschland ist, glaube ich, nicht so gut beraten. Oh, da bin ich jetzt wieder ganz in den Negativen. Nein, ich muss ja sagen, natürlich muss Deutschland so, damit ich beliebt bin, damit ihr mich wieder mögt, muss ich ja sagen, natürlich ist das wichtig, aber ich sage trotzdem nicht. Es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wo hört das auf? Was hat mal zu was gehört? Jesus, meine Zuversicht. Nee, ich kann das nicht mehr. Wo hört das auf? Wem was mal gehört hat? Zu was gehört hat? Dinge entwickeln sich auseinander, dann ist es einfach so. Also ich meine, die Schweiz hat mal zum Heiligen Römischen Reich gehört, Österreich und war mal Teil Deutschlands und es sind einfach historische Dinge, die sich ereignen und dann ist das nicht mehr so. Gut, dann gibt es andere Dinge, die machen es wieder rückgängig. Vielleicht, Gott weiß. Aber erstens mal muss uns klar sein, wir kleinen Hanseln, die wir hier als Wichte und Wichtinnen an unseren Schreibtischen vor unseren YouTube-Mikrofonen sitzen, wir ändern daran gar nichts. Gar nichts. Das ist mal ganz wichtig festzuhalten. Also ich meine, viele regen sich so auf, als ob sie selbst am Kriegsverhandlungstisch sitzen könnten oder selbst mit eigenen Truppen als an der Front irgendwo stünden. Und das soll jetzt nicht ein Dämpfer sein, sondern einfach eine realistische Einschätzung, wo ich mich frage, ja, ich meine, Deutschland allein ist so ein kleines Licht. Das ist ja so ein bisschen auch schon die Hybris beim Wir retten, Deutschland rettet das Klima, Deutschland beendet den Ukraine-Krieg, wo ich denke, in was zum Fantasiewelt leben wir eigentlich? Nun können wir natürlich sagen, gut,
weiß ich nicht, wir verweigern uns Waffenlieferung. Ich habe schon mehrfach gesagt, entweder alles oder gar nichts ist für mich die einzig beiden logischen Punkte, also rein kriegsstrategisch. Entweder man sagt, wir sind dafür, uns auf einer Seite einzumischen, dann hätte man gleich alles liefern müssen, oder man sagt, nee, das ist nicht unsers, und dann hätte man gar nichts liefern müssen. Aber tröpfchenweise zu liefern, um etwas in die Länge zu ziehen, ist das Amoralischste, und das ist auch, glaube ich, das, was ich sag mal, gerade den USA am meisten vorwerfe. Nun ist es so, Putin hat sich natürlich über die Vorgeschichte ausgelassen, und das Problem ist, wie hat es Otto von Bismarck gesagt, dass ich es richtig zitiere, nie wird so viel gelogen wie nach einer Jagd, vor den Wahlen und während eines Krieges. Man darf aber eines keinen Zweifel haben. Es gibt in diesem Krieg 2,5 Kriegsteilnehmer. Oder sagen wir 3, wenn man nicht allzu blöd rumschwätzen wollen. Russland, die Ukraine und der Westen, sprich die USA. Meine, dass die USA die Führungsmacht in der NATO ist und der Rest in der NATO mehr oder weniger macht, was die USA sagen, ist nun wirklich weder Verschwörungstheorie noch geheim. Das wird wahrscheinlich zumindest hinter der Hand jeder amerikanische Spitzenpolitiker auch zugeben. Genug amerikanische Spitzenpolitiker haben es auch schon klar von sich gegeben. Insofern ist das weder geheimnisvoll noch verschwörerisch. Sie sind die Führungsmacht der NATO, also die Vereinigten Staaten. Ja. Über die Frage des durchtrennten Nordseekabels, glaube ich, sind wir uns auch hier alle einig. Ich erwähne es jetzt mal nicht, ich will hier nicht YouTube zu sehr reizen, aber ich bin auch darüber im Klaren, dass, ich will es mal so sagen, Russland daran die geringsten Interessen hatte. So. Und es gibt auch da Hinweise, wo sich Spitzenpolitiker zum Beispiel aus Polen und den USA und einigen anderen Ländern so geäußert haben, dass man annehmen kann, okay, wir wissen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, welche Fraktion es war. Also sprich Leute aus der Fraktion, in der wir im Militärbündnis sitzen, um es mal so einzugrenzen. Genauer weiß ich es auch nicht. Putin wies dann auch darauf hin, ja, es gibt ja noch ein Kabel, das Deutschland mit Gas verbindet, aber das Problem ist, es spielt auch gar keine Rolle, ob wir jetzt tatsächlich Vasallen sind der USA, im Sinne, wie es manche sagen, wie es sein kann, aber ich muss sagen, ich finde weder Beweise dafür noch dagegen. Insofern kann ich als Historiker nur die strenge Methode des Detektivs anwenden. Ich habe Überzeugungen, aber keine Beweise. Es tut mir leid, wenn das Leute nervt. Denn es ist durchaus genauso vorstellbar, dass es einfach eine Art Überzeugung ist. Überzeugung kann ja auch hergestellt werden. Das ist auch nicht besonders schwierig. Wie das konkret läuft, jetzt mal ganz im Ernst, da soll mir keiner der Couchhelden hier sagen, er weiß. Generisches Maskulinum, er weiß, wie sowas genau funktioniert. Ja, also so viel Geheimdienstkenntnisse und so viel Kenntnisse von Dingen hinter dem Vorhang hat keiner von uns. Oder vielleicht hat sie einer von euch, aber dann kann ich es auch nur glauben oder nicht. So, das hat alles Putin gesagt und das Ergebnis ist so ein bisschen wie das Hornberger Schießen. Ich weiß nicht, ob ihr den alten Ausdruck noch kennt. Das heißt, Putin hat zu 100% das gesagt, was wir alle schon wussten, dass Putin gesagt hatte, was seine Position ist. Er hat sich zu diesen Themen ja ausführlich genug geäußert. Und hinterher war ich genauso schlau wie vorher. Also ich wusste genauso viel wie vorher. Also es kam für mich nichts null Spektakuläres. Dass Putin bestimmte Dinge behauptet, bedeutet ja nicht, dass sie so sind, aber auch nicht, dass sie nicht so sind. Und das ist ja was die beiden Seiten annehmen. Die eine Seite, die sagt, ja, endlich sagt's Putin, wie es ist, genau so. Und die andere sagt, Putin ist der Böse, alles, was er sagt, ist gelogen. So. Und das ist, wo ich daneben stehe und denke, ja, Geilomat. Ne? Also, wie Gaius Julius Caesar, jeder glaubt das, was er glauben will.
Und ich saß die ganze Zeit beim Interview und auch noch danach, als ich es las, mit dem Satz, den ich bei meinem letzten Video zum Satz des Bildes gemacht habe. Is it so? Ist das so? Weil das ist, ich weiß nicht, gibt es noch ein Bewusstsein dafür, dass wir Dinge zwar glauben und sehr überzeugt sind, aber keiner von uns war dabei? Nee, ich weiß, das ist unbeliebt zu sagen. Nein, ich muss natürlich meine Fans bei Laune haben und sagen, ja, das hat alles, ist alles so seine Richtigkeit. Es ist wunderbar. Endlich hat es einer. Ich kann es nicht. Nicht mal für Geld, nicht mal für Armut, nicht mal für Ignoranz, nicht mal dafür, dass ihr mich alle disliken und verlasst. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Es ist Glauben, weiter nichts. Natürlich habe auch ich Wahrscheinlichkeitseinschätzungen, aber ich weiß aus der Geschichte als Historiker eines. Das Unglaublichste kann möglich sein und kann wahr sein. Und das lässt einen natürlich zurück mit einer, ich sag mal, ja. Ich gebe jetzt an, so ausnahmsweise, was ich wirklich ungern ernsthaft tue, ich gebe es ausnahmsweise einmal ernsthaft an. Sokrates hat, ich glaube, in seiner Apologie, also in seiner Verteidigungsrede, an dessen Ende er zum Tode verurteilt wurde, erklärt, warum er sich für den weisesten aller Griechen, aller Hellenen hält. Denn das hat das Orakel von Delphi über ihn gesagt und er fand das erstaunlich und dachte, wie kommt das, er, der ja über so wenige Dinge sagt, ich weiß von so wenigen Dingen Bescheid. Und dann ging er zu dem und zu dem und zu dem, also verschiedenen Leuten, verschiedener Experten, sagen wir, und kam immer zu dem Schluss, der sagt viele Dinge, von denen er mag, das ist von dem nur ausgedacht oder er weiß es eigentlich auch nicht. Aber, sagte Sokrates, ich weiß es nicht, ich, Sokrates, der ihm zugehört hat, weiß nicht, ob das so ist, aber er, der mir erzählt hat, weiß es auch nicht. Er weiß nur nicht, dass er es weiß. Er glaubt, dass er es weiß, gesteht sich aber nicht ein, dass er kein letztgültig sicheres Wissen besitzt. Und deswegen bin ich, Endariel, Emperor Caligula, der Weiseste unter den YouTubern, denn ich allein weiß, dass ich es nicht weiß. Und sage es auch. Und sage nicht, was ihr jetzt alle hören wollt. Ja, endlich hat es einer gesagt, so ist es. Nein, ich weiß es nicht. Und was euch empört, ärgert und mir 1000 neue Subscriber kostet, die wieder gehen, ihr wisst es auch nicht. Was wir alle vor allen Dingen nicht wissen, ist, welche Entwicklung in der Zukunft in dieser Frage uns die bessere ist. Wäre es gut für uns, wenn Putin diesen Krieg gewinnt? Wie gewinnt er ihn? Nimmt er sich die halbe Ukraine, die ganze, kommt eine Marionettenregierung an die Macht? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Keiner von euch weiß es. Ich glaube nicht, aber Wladimir Putin selbst weiß es genau. Niemand weiß es. Gott weiß es. Die Götter, wir Sterbliche wissen es nicht. Was wir auch nicht wissen, ist, was langfristig die Folge davon sein würde. Fängt die Bundesregierung, egal welche, irgendwelche normalisierenden Beziehungen wieder an? Oder vielleicht in meiner Lebenszeit nie wieder mit Russland? Keiner von euch und keiner auf diesem Planeten weiß es. Keiner. Keiner. Nicht Wladimir Putin, nicht der US-Geheimdienst, schon gar nicht der US-Präsident. Niemand weiß das. Ist es für uns besser, wenn die Ukraine gewinnt, Wladimir Putin aufgibt? Was hat das für Folgen? Dann sagen manche, gut, dann marschieren die USA ein. Keiner weiß es. Und ich glaube, auch die USA wissen es nicht sicher. Denn ich glaube, die USA sind nicht ein monolithischer Block, in dem alles mit einer Stimme spricht. Und ich würde sagen, nicht einmal Russland. Wobei Russland sehr viel mehr.
Russland ist sehr viel mehr vom Willen eines Einzelnen getrieben. Das kann man gut oder schlecht finden. Während ich die USA eher als ein heterogenes Gemisch vieler Kräfte und Mächte ansehe, die nicht immer alle in die gleiche Richtung streben. Aber was ist in unserem Interesse? Zunächst einmal in unserem, wenn wir nur von Interessen sprechen. Manche sagen ja, wir sollen uns von den USA lösen. Ist das in unserem Interesse? Sind wir Europäer ökonomisch, militärisch dann gut dastehend? Wer weiß es? Viele sind sich ja da sehr sicher. Sind wir dazu in der Lage? Wirtschaftlich sind wir so schlecht wie lang nicht mehr, wie vielleicht noch nie, also in Relation, jedenfalls in der Entwicklungsrichtung seit Gründung der Bundesrepublik, plötzlich im absteigenden, im Minus, und zwar im krachenden Minus, dass selbst wenn bei der nächsten Wahl eine andere Regierung dran käme, solche Trends sind ja nicht einfach über Nacht zu ändern. Ich weise nur allein darauf hin, wie unglaublich lange es dauern würde, um wieder Atomkraftwerke zu bauen. Einige alte kann man vielleicht einschalten, aber diese neuen Typus, das dauert. Ja. Würde dann Russland liefern? Ja, Wladimir Putin sagt das, aber wird das auch tun? Wird er sagen, tja, jetzt habe ich andere Beziehungen, ihr sollt sehen, wie er zurechtkommt. Weiß das einer von euch? Kann einer von euch, es gab in Zeit der Kriege gegen Tarquinius Superbus, den letzten römischen König, mir fällt der Name des Römers nicht mehr ein, da wurde ein Römer von den Verbündeten des Tarquinius, den die Römer hatten, den Kampf gegen ihren König, sie wollten das Königtum abschaffen, den letzten römischen König, Tarquinius Superbus. Und der war verbündet mit, weiß ich nicht, Sabinern, Samniten, irgendeinem aus der Gegend. Und einer dieser römischen Soldaten hielt seine Hand, da kommt der Spruch her, übers Feuer, ohne mit deine Miene zu verziehen, so sagt jedenfalls die Legende, und sagt, da wo ich herkomme, gibt es Tausende, die sind wie ich, was den gegnerischen König schwer beeindruckt haben soll. Wer von euch legt seine Hand dafür ins Feuer, dass Russland, ob mit oder ohne Putin, nach einem Krieg, wie immer er ausgeht, tatsächlich liefert? Oder nicht sagt, ätschi bätschi, jetzt seht ihr mal, wir haben wunderbare andere Orte, an denen wir liefern. Wir machen dann Reibach mit China, mit Gott weiß wem. Seht zu, wie er bleibt, Stinkefinger. Wisst ihr das? Wisst ihr das? So sicher, wie ihr wisst, dass es die Gravitation gibt oder dass die Sonne morgen wieder aufgeht? Ich meine, selbst das wissen wir nicht mit letzter Sicherheit. Aber gut, sagen wir mal so gut, wie man Dinge wissen kann. Wisst ihr das? Nein, ihr wisst es nicht. Wir wissen gar nichts. Und wir sind genauso schlau wie vorher. Was mich aber am meisten stört, es ist diese, ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Das ist so unproduktiv wie nur irgendetwas. Leute, es geht hier um eine reale Politik, nicht um, es ist kein Agatha Christie-Roman. Und wir spielen hier auch kein Detektiv-Ratespiel. Wir sind nicht in einem Computerspiel, wo ihr Sherlock Holmes seid oder Hercule Poirot und den Mörder finden müsst, den Schuldigen. Wir sind im realen Leben, das sich tagtäglich abspielt, und wir müssen realpolitische Lösungen fürs Jetzt und fürs Morgen entwickeln. Und da höre ich von keiner Seite irgendetwas Produktives, das mich irgendetwas hoffen lässt. Natürlich können wir sagen, es ist nicht unser Krieg und es ist auch nicht unser Krieg. Sehe ich per se so. Aber durch Kriege werden Realitäten geschaffen, die die Möglichkeit haben, uns zu erreichen. Nur weil man sagt, etwas betrifft einen nicht, bedeutet es nicht, dass das Echo von Ereignissen, die in der Ferne stattfinden, nicht einen treffen können. Darüber dürfen wir nie im Unklaren sein. Und welche das sind? Das wissen die Götter allein. Ihr wisst es nicht. Also die Frage, bin ich durch das Video mit Wladimir Putin schlauer? Nein, nicht ein Stück. Und seid ehrlich, hier, wo wir unter uns sprechen.
Ihr, die ihr das glaubt, was Putin sagt, ganz teilweise. Ihr habt es geglaubt, bevor es das Interview gab und glaubt es genauso danach. Und die vielleicht, die es nicht glauben, werden es ihm auch jetzt nicht glauben. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch das Vertrackte, das Entsetzen unserer Zeit. Es glaubt jeder das, was er mag, den Seinen ganz, den anderen gar nichts. Das ist doch das Dilemma. Wir befinden uns in einem Krieg als indirekte oder wie ihr das sehen wollt, als mehr oder weniger Beteiligte. Durch Waffenlieferung sind wir das, in irgendeiner Weise jedenfalls. Und es gibt überhaupt gar keinen Plan, den ich in irgendeiner Weise absehen kann. Jedenfalls keinen, aus dem irgendeine Seite langfristig profitieren kann. Denn in beiden Fällen, sagen wir mal, die Ukraine zwingt Russland zum Aufgeben und schlägt sich dem Westen zu. Oder umgekehrt, die Ukraine wird Vasall des Ostens oder die Ukraine wird gespalten in Ost und West. Keine dieser drei Fälle erscheint mir als ein Szenario, an dem dieser Konflikt vorbei wäre. Ich stehe ein bisschen da wie John Maynard Keynes bei den Verhandlungen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, wo John Maynard Keynes gesagt hat, diese Verhandlungen haben nichts weiter gebracht, als den nächsten Krieg vorzubereiten. Und wie immer der Ukraine-Krieg ausgeht, eines sage ich euch jetzt, als Sokratesens Reinkarnation. Das weiß ich. Kein Ausgang dieses Krieges wird das Ende dieses Konfliktes bedeuten. Das ist gewiss. Denn egal wie er ausgeht, keine Seite wird danach sich damit dauerhaft zufrieden geben. Das kann ich euch schriftlich geben. Viele die Ukraine dem Westen zu, den USA wäre es nicht genug. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig. Viele sie Russland zu, ja, der Westen würde nie Ruhe geben, jedenfalls die entscheidenden Kreise, die würden das nie stehen lassen. Viele der Ukrainer wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn man so lange Zielscheibe eines Krieges geworden ist, egal wer das angefangen hat, wer was, das spielt ab einem gewissen Punkt keine Rolle mehr. Das ist wie der Irland-Konflikt. Da gab es auch heute ist so ein bisschen, man weiß es nicht, ne? Aber da war es auch Jahrzehnte, Generationen lang Nordiren, also im Nordirland-Konflikt, die Irland-Loyalisten gegen die Großbritannien-Loyalisten. Da spielte es irgendwann keine Rolle mehr, wer wann angefangen hat, weil der Hass so tief saß, die Spaltung so tief saß, dass diese nicht mehr zu überwinden war. Und nun ist Nordirland ein relativ überschaubar kleines Gebiet, aber die Ukraine ist ein relativ großes Gebiet. Vor allen Dingen ist die Ukraine ein Gebiet mit Bodenschätzen. Bei Nordirland ist es nicht so relevant, weil man sagen kann, naja gut, da liegt jetzt nicht unser ganzes entscheidendes Öl oder was weiß ich. Man kann vielleicht, ist diese Straße, der Zugang zu dieser Straße vor Großbritannien wichtig, aber nichts von der Bedeutung, nichts von dem Rang. Die Ukraine ist ein an Bodenschätzen reiches Land und dann ist die Frage, wer zum Beispiel welche Küstenbereiche hat, ganz entscheidend für Öl- und Gasvorkommen. Allein das wird dazu führen, dass kein Ausgang dieses Krieges, der mir vorstellbar ist, in irgendeiner Weise ein Ende dieser Geschichte. Das ist das Desperate, Entsetzliche an diesem Krieg. Er kann gar nicht in irgendeiner Weise ausgehen, der diesem Thema in irgendeiner Weise ein Ende setzen wird. Ich habe jedenfalls keine Vorstellung davon, dass das irgendeine solche gibt. Denn egal, auf welchen Frieden sich irgendwann geeinigt wird, keine Seite der drei Seiten, die Ukraine, die USA und Russland, würden welchen Ausgang auch immer als den letzten hinnehmen. Darüber habe ich keine Illusionen. Sorry. Vor allem, selbst wenn es eine Seite behaupten oder tatsächlich zufrieden wäre, die andere würde es nicht glauben.
Und das ist das Schlimme. Selbst wenn Russland, ich nehme es, Mann, ich spinne jetzt, wenn man sagen könnte, ja, wir wissen, Russland hat die Ukraine und dann sind sie damit zufrieden. Der Westen würde das nie glauben. Und im umgekehrten Fall, ich sage es ganz ehrlich, Russland auch nicht. Weil das Vertrauen ist hin. Wir sehen das in den Debatten von links und rechts doch ganz genauso, von Woke und Anti-Woke. Es ist überhaupt keine Brücke mehr da, auf der irgendeine Einigung erzielt werden kann, die beide Seiten glauben, dass sie hält. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht wie bei einem schönen Computerspiel, es gibt das und das Ende dieses Videos, wo ich sage, das und das ist die Lösung, ist die Antwort. Deswegen war es für mich, es ist für mich unspektakulär, um ganz ehrlich zu sein. Und jeder, der sagt, das ist jetzt bedeutend und einflussreich, dessen Leben muss sehr langweilig sein oder ein großes Bedürfnis haben nach Bestätigung seiner eigenen Vorstellungen. Und das betrifft wahrscheinlich dann beide Seiten. Ne? Die, die Tucker Carlson als einen Bösen sehen, sehen ihre Bestätigung von Tucker Carlson, dass er ein Böser ist. Die, die sehen, dass Wladimir Putin der Held ist, der alle Weisheit gepachtet hat, sehen sich darin bestätigt, dass Putin der Weise ist, der alle Weisheit gepachtet hat. Wen ihr wollt, alle sind bestätigt hinterher in dem, was sie auch vorher schon angenommen haben. Was für eine verschwendete Zeit, große Götter. In diesem Sinne, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und damit weiß ich mehr als die, die nicht wissen, dass sie nichts wissen.